Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Rechtsprechung und der Gesetzgeber, die haben in den letzten Jahren schon die Rechte der Mieter deutlich gestärkt. Das war an einigen Punkten auch notwendig, aber es gibt sicher auch die Fälle, wo Mieter das teilweise schon sehr komplizierte Mietrecht ausnutzen zum Schaden von Vermietern, um sich einfach vor der Mietzahlung zu drücken. Das trifft sicher nicht so große Wohnungsgesellschaften, die damit umzugehen wissen, aber ganz sicher viele Kleinvermieter, die sich einen Ausfall der Miete nicht lange leisten können. Es ist jedoch völlig unklar, wie groß dieses Problem tatsächlich ist. Insoweit gibt es kaum belastbare Studien. Ich aber, meine Damen und Herren, ich glaube nicht, dass dieses Problem einen derart großen Umfang hat, dass es ernsthaft die Schaffung von Wohnraum behindert. Aber genau das scheint der Antragsteller mit der Wahl seines Titels und auch mit der Erklärung im letzten Absatz der Begründung zu suggerieren. Und der Antragsteller hat es ja eben auch noch mal hier am Podium bestätigt. Wohnraum, meine Damen und Herren, wird nicht durch eine Änderung des Mietrechts geschaffen, sondern, welche Überraschung, durch Bauen. Und damit Investoren Wohnraum bauen, sind ganz andere Maßnahmen notwendig. Das geht von Erleichterungen bei den Bauvorschriften über die Nachverdichtung durch Lückenschlüsse, Aufstockung, Dachausbauten, die Frage von Typengenehmigungen von vorgefertigten Bauteilen bis hin zur Anzahl von Pkw-Stellplätzen. Darüber, meine Damen und Herren, muss man und sollte man diskutieren. Aber für eine Änderung des Mietrechts, so wie eben hier die ganze Zeit darüber diskutiert werden, welche Überraschung, ist der Niedersächsische Landtag gar nicht zuständig. Vielen Dank. Danke vielmals, Herr Dr. Gente.